Herzlich willkommen zu unserem Sonntags-Live-Interview. Ich begrüße heute Roger Klein aus der Schweiz mit seiner Plattform Rund um Dog und im Hintergrund Milo, den Hund, den Motivator der ganzen Plattform. Herzlich willkommen, Roger. Wie geht's dir heute? Hallo, Annemarie. Sehr gut. Danke vielmals. Wie bereits gesagt, bei uns, für mich das perfekte Wetter und für den Hund auch. Es wird endlich kühler. Ihr kriegt endlich schönes Wanderwetter. Wanderwetter, Outdoorwetter. Gut, das ist vielleicht etwas feucht zum Teil, aber nee, ist wirklich für uns das perfekte Wetter. Alles andere ist immer zu heiß und wärmer anziehen geht immer. Abziehen ist halt immer etwas schwierig ab einem Punkt. Ja. Roger, für all diejenigen, die dich nicht kennen, magst du dich mal kurz vorstellen? Wer ist denn dieser Roger? Ja, hallo zusammen. Mein Name ist Roger. Ich wohne in Lanzenüvre. Das ist eine sehr kleine Gemeinde in der Schweiz, im Thurgau. Und hier hinter mir ist Milo. Wir haben eine Online-Marketing-Agentur und ich habe mein Leben lang schon Hunde. Und so ist das Ganze auch entstanden, weil durch Milo habe ich mich angefangen, immer intensiver mit diesem Thema zu beschäftigen und habe einfach festgestellt, dass der Mensch im Checkout-Prozess am offensten für weitere Informationen wäre oder halt alles sowieso nur online abläuft. Und so entstand die Idee, komm, wir starten eine Plattform rund um Dog. Vor 2 Tagen ist jetzt übrigens die neue Version online gegangen. Ja, es hat noch 2, 3 Baustellen darin, aber jetzt sind wir endlich in der richtigen Version im Netz, wo wir auch die ganzen Adressen bieten können. Das ist super. Der Milo ist ja mehr oder weniger Initiator gewesen. Was ist denn der Unterschied zwischen dem Milo und deinen vorhergehenden Hunden? Er ist aus einer Auffangstation. Also die haben die Mutter aufgenommen und dann war die schwanger. Dann gab es Junge, er war ein Frühchen und eigentlich die Chance, dass er durchkommt, war sehr, sehr klein. Wir haben ihn gesehen, wir haben uns in ihn verliebt und unsere Senioren waren leider ein halbes Jahr davor verstorben und es fehlte uns wirklich etwas. Ich war eher der Meinung, sowas vom Naturell Berner Sennenhund. Etwas schlafen, etwas fressen, das passt auch optimal zu mir. Ja, und dann haben wir uns in einen Australian Shepherd verliebt. Das ist so ziemlich das Gegenteil von einem Berner Senn. Dann haben wir erst mal reingelesen. Was heißt das überhaupt? Was ist das für eine Rasse? Was verlangt der uns überhaupt ab? Dann waren wir erstmal erstaunt und mussten mal durchrechnen, kriegen wir das überhaupt hin? Und mussten wir sagen, mol, das kriegen wir hin, machen wir, starten wir, bekamen ihn als Welpen. Und die Rasse, die hat ganz andere Ansprüche wie alle anderen Hunde, die ich davor hatte. Die waren auch alle aus Tierheimen und jeder hatte so seine Kanten und Macken. Aber er war nochmal was anderes. Hochsensibel, so dass ich schnell feststellen musste, okay, mein ganzes altes Wissen, wirf das mal über Bord und starte so, als wäre es dein allererster Hund. Entsprechend gab es eine ganze Serie Bücher, anfangs, die sind hinter mir im Regal. Das hier ist so mein Holzhäuschen. Hier habe ich Brainstorming, Hundezeit, meine Zeit so für mich. Und habe mal angefangen zu lesen und musste dabei feststellen, dass ich sehr viel die letzten 30 Jahre, seit ich mich mit Hunden beschäftige, verändert hat. Es kam sehr viel Wissen dazu, Erkenntnisse. Und dass es eigentlich so viel einfacher ist, eine fantastische Mensch-Hund-Beziehung, Hund-Mensch-Beziehung hinzukriegen, wie eigentlich in den ursprünglichen Gedanken mal war. Nichts mehr mit harter Schule und Strenge, sondern das geht ja auch alles mit Liebe. Und das faszinierte mich so unglaublich, dass ich mich halt immer tiefer reinließ und dabei feststellte, dass der ganze Markt inzwischen nur noch, wie soll ich übertrieben formuliert, krank ist. Es gibt natürlich in jedem Bereich immer ganz gute, aber es ist nur noch ein Riesenbusiness, die Hunde. Vom Import, Export zu Zubehör, zu
Die Menschen kompensieren schlechtes Gewissen, weil sie bei schlechtem Wetter nicht laufen gehen, mit Futter, mit Zubehör, mit Extras, was gekauft wird in Dimensionen und Sphären, wo jeder Hund sagt, für was? Und da wollen wir ansetzen. Und aber zuallererst, bevor mit Rundum Dog das losging, mit den Informationen und Adressen, war dann der ganze Online-Hundehandel, der mich etwas nervte. Ja, das dachte, ist natürlich, da muss eine Lösung her. Das ist eine ganz üble Geschichte, diese Welpentransporte, und viele Welpen sterben unterwegs und diese Überzüchtungen. Da gehört einfach auch mal informiert, und das macht ihr ja auch auf der Plattform. Dafür was da in Wirklichkeit passiert. Dafür erstellen wir ja extra Landingpages, weil das mit dem Informieren, das liest nur jemand, der sich auch darüber informieren möchte. Und das sind im Normalfall die Leute, die eh schon belesen sind. Wie kriegt man also die Leute informiert, die eigentlich nur so, die schauen irgendeine Sendung im Fernsehen und denken, ach cool, so ein Ridgeback oder ein Golden Retriever oder wie auch immer, der wäre süß, der passt zur Familie, wo kriege ich so einen her? Gehen wir mal googeln. Und dann kommen die auf Webseiten und sehen dann, ach, normal wäre er 1.500, jetzt ist er sogar Aktion, inklusive Lieferung in einer Woche nach Hause. Ja, perfekt, nehme ich mir doch. Sind ja wunderschöne Bilder und die Storys dahinter, die begeistern. Und ich mache diesen Leuten nicht mal einen Vorwurf. Es ist ja nicht böse gemeint. Sie haben einfach das Wissen nicht. Also war meine Idee, informiere die Menschen im Checkout-Prozess. Dort, wo sie kaufen wollen. Also haben wir mal angefangen mit der ersten Seite, welpenkaufen.info. Die sieht aus, wie so die Standard-Welpenhändler halt Webseiten haben. Kommst du drauf, suchst dir deine Rasse aus, ist gerade Aktion, kannst du bestellen. Und dann kommt aber der Punkt, bevor man kaufen kann, was heißt es, sich online einen Hund zu kaufen? Was sind die Konsequenzen daraus? Und dort haben wir verschiedene Informationen und Quellen, auf die wir verlinken, die den Leuten mal aufzeigen, was sind jetzt die Konsequenzen aus ihrem Handeln? Und das Verrückte ist, wir haben inzwischen sicher um die 100 IP-Adressen pro Tag drauf von Menschen, die einen Hund kaufen wollen auf diesem Wege. Weil es ist ein riesen Modethema, Trendthema. Und das, obwohl wir Corona schon hinter uns haben, die Armada, die Tausendschaften an Welpen, die bei der Corona-Zeit zugelegt wurden, von denen wollen wir nicht mal sprechen, wo jetzt alle Tierheime überfüllt sind, sondern halt immer noch die, die sich denken, das wird ein perfekter Welpe, den ich so online anschaue, weil die Bilder sind ja wunderschön. Aber es ist halt Marketing und Marketing lügt. Ja, das ist einfach nun mal so. In der Werbung drehen wir die Sachen auf die allerschönste Seite und zeigen nicht die Wirklichkeit. Was mir aufgefallen ist, weil du vorhin angesprochen hast, und da sieht man vielleicht mal einen Film oder eine Werbung und da ist so ein netter Golden Retriever oder 101 Dalmatiner. Wir kennen ja alle die Filme. Und dann auf einmal werden Dalmatiner oder Golden Retriever bestellt von Menschen, die keine Ahnung haben, dass genau in diesen Hunderasselinien extrem viel Allergien verbreitet sind. Und dann hat man so einen Dalmatiner, gibt ihm was zu essen, hat keine Ahnung, was ein Dalmatiner überhaupt essen sollte. Da fängt es an. Und schon hat man innerhalb der ersten Wochen einen kranken Hund. Dann hat man wenigstens schon das Glück, dass er gesund gekommen ist. Ja, das kann auch noch ganz anders laufen. Also das Verrückte ist, viele, die halt online so ein Tier sich zulegen, die kommen aus so schlimmen Bedingungen. Die Muttertiere werden dort so schlimm gehalten und wenn sie nicht mehr leisten, kommen sie zum Teil lebendig in den Schredder rein und so weiter, weil es geht rein nur, es ist ein riesen Millionengeschäft. Es ist der drittgrößte Markt in Europa nach Sex und Drogen, wenn man sich das überhaupt mal vorstellt. Und nur für der Mensch sagt, ich will haben jetzt die Konsequenzen.
sind egal, weil es geht um ich will haben. Man sieht es jetzt ja auch mit den ganzen Umweltthemen und so weiter. Ach, Strom wird knapp. Ja, Atomstrom ist doch gar nicht so schlimm. Können wir doch eigentlich wieder hochfahren. Es ist nur beim Mensch, das ich will haben im Vordergrund. Aber alle Entscheidungen haben irgendwelche Konsequenzen. Und es wäre einfach schöner, wenn die Menschen sich erstmal 2, 3 Gedanken machen. Was heißt es denn, wenn ich das jetzt mache? Was bringt es mit mir? Ich selbst bin Raucher. Ich weiß, Rauchen schädlich, Katastrophe, Tabakplantage, die Umweltschäden ohne Ende verursachen. Die Liste ist riesig. Aber ich bin nun mal ein abhängiger Mensch. Ich kriege das noch nicht gebacken. Ich möchte aufhören, aber es geht noch nicht jetzt. Ich weiß aber, ich löse Konsequenzen aus und ich versuche das auf andere Wege zu kompensieren und dort was Gutes zu machen. Also wenn du schon Fehler machst oder Fehlverhalten hast, dann werde dir dessen bewusst und versuche Dinge zu verbessern und zu verändern. Wir alle wissen ja nicht von Anfang an, was ist der perfekte und der richtige Weg. Aber lerne, entwickle dich, werde besser. Wenn du irgendwas vorhast zu tätigen, überleg dir erstmal, was kommt daraus, was wird passieren, was sind die Folgen daraus und mach es besser, werde besser. Und so halt mit den Tieren. Also viele Menschen, auch Thematik Qualzucht. Und als Beispiel ein Riesentrend, der aktuell läuft, sind Teacup-Puppies. Das sind dann Hunde, die werden so klein gezüchtet, damit man sie in eine Kaffeetasse stellen kann, für coole Insta-Fotos und so weiter. Wo man aber vergisst, dass man kann nur die ganz kranken und kaputten Tiere nehmen, weil nur so werden sie kleiner. Dass du dann am Ende einen Hund hast, wo es sein kann, dass ihm ein Auge rausfällt beim Laufen oder wirklich, die können nicht atmen, die sind so kaputt gezüchtet, nur für coole Fotos. Und die werden als Beispiel aus Taiwan, kriegt man die für $5,000 weltweit verschifft. Die Nachfrage ist riesig. Das sind lauter Themen, Dinge, die sind nicht mehr nachvollziehbar. Und überleg dir deine Konsequenzen, die du verursachst. Wenn du jetzt schon einen Hund hast, der aus einer Qualzucht kommt und du siehst halt, er hat Atemprobleme oder die Rasse hat bedingt konstant Kopfschmerzen, dann überleg dir, wie kann ich dem Hund ein besseres Leben bieten und informiere deine Mitmenschen, wenn du dir auch so einen Hund zulegst, musst du einfach wissen, das sind die Konsequenzen für diese Tiere. Willst du das verursachen oder nicht? Aber der Mensch redet sich alles immer schön, weil er selbst, das einzelne egoistische Individuum, ist der Beste und der Schönste und seine Entscheidungen sind sowieso die perfekten. Ja, Thema Gier und das Thema Stolz und das Thema Unwissenheit. Wenn ich dir so zuhöre, ist das Erste, was mir einfällt, wie ich ein Auto haben wollte, musste ich einen Führerschein machen. Wieso gibt es keinen Elternführerschein oder Hundeführerschein? Dass man erst einmal ein bisschen was lernt, sich Gedanken macht, ein bisschen Theorie, ein bisschen Praxis. Und dann, wenn man die Lizenz hat als Hundehalter, dann legt man sich ein Tier zu. Wieso machen wir sowas nicht? Geld, auch wieder. Wir haben bei uns in der Schweiz ein Gesetz, was besagt, wenn ein Hund über 15 Kilo erreicht, musst du nach der Anschaffung 10 Stunden in die Hundeschule gehen. Was nützt das? Die meisten Hundeschulen, die sagen dann, okay, gib's mir mal die 1.000 Franken, mach mir dir 10 Stempel drauf und dann ist wunderbar. Ob er nun eine Ahnung hat von dem Hund oder nicht, das ist irrelevant. Aber man hat schon wieder auf die schnelle 1.000 Franken verdient. Der Staat, der kann wunderbare Steuereinnahmen generieren, weil jeder Hund, der bietet Steuer. Und das ganze Business dahinter, hier gibt es so viele, die Hunde kofferraumweise mit hierher nehmen. Von den Veterinärsämtern haben sie eine Bewilligung, wo sie 50, 100, 200 Hunde im Jahr verkaufen dürfen. Die bieten sie dann auf Online-Portalen an als Schweizer Zucht. Und sind aber kranke, arme Tiere, wo es rein nur ums Business geht, weil
In guten Zeiten kannst du für so einen Welpen schnell mal 2.000, 3.000, 4.000 Franken verlangen. Und niemand hat was zu tun. Wir hatten mal ein fantastisches Gesetz, wo du hier wirklich Riesenausbildungen in der Schweiz machen musstest. Das wurde aber gekippt, weil es ist zu kompliziert. Behörden müssen tätig werden, Ämter müssen kontrollieren, Strafen müssen erteilt werden, Tierärzte müssen mehr Aufwand leisten. Und niemand bezahlt das. Das wird zu kompliziert. Man sieht es ja alleine schon, wie viele Menschen in den Foren und Communities sich äußern, was für eine Katastrophe Tierheime hier sind. Alle jammern, sie haben zu viele Tiere, sie wollen einen Hund und sie kriegen dann keinen Hund. Wieso? Ein Tierheim fragt sehr genau nach, wie sind deine Bedingungen, was kannst du dem Hund bieten? Weil das Schlimmste, was es für so einen Hund gibt, wenn er für ein paar Monate raus darf und dann wird er wieder zurückgegeben, weil, ach, der ist halt doch etwas anspruchsvoll, der hat noch Bedürfnisse, der will bei jedem Wetter raus und dann bellt er und. Nee, das will ich nicht, hier hast du ihn zurück. Das ist das Schlimmste für so ein Tier und die hinterfragen sehr genau. Und wenn nur das kleinste Risiko besteht, dass du nicht unbedingt geeignet bist, kriegst du den Hund nicht. Sicherlich vielfach auch etwas übertrieben, aber dann sprich mit denen, frag die, wieso kriege ich ihn nicht? Was muss ich an meinem Leben verändern, dass ich diesen Hund kriegen werde? Und dann kannst du dich weiterbilden und dein Leben für dieses Tier anpassen. Das ist auch eine wichtige Geschichte, dein Leben für das Tier anpassen. Musst du, weil es ist kein Mensch, es ist ein Tier. Ja. Es kann nicht entscheiden, es ist dir auf Gedeih und Verderb ausgeliefert. Und das ist vielen, die Tierhalter werden, nicht klar, dass ein bestimmter Hund, eine bestimmte Hunderasse bestimmte Bedürfnisse hat. Wenn ich mir deinen Milo so anschaue, der braucht mehr Bewegung als ein Dackel. Ein klein wenig. Ja. Und andere Bewegung vor allem. Ja, der braucht einfach viel, viel mehr auch für sein Gehirn, für sein Verhalten und seine Impulskraft, dass er das positiv umsetzen kann. Ich hatte jetzt als letzten Tierschutzhund hier einen Jagdhund. Den kann ich auch nicht jedem geben. Ein Jagdhund, der nicht entsprechend geführt wird und nicht mindestens 3 Stunden raus kann pro Tag, der geht ein, der landet im nächsten Tierheim, weil er aggressiv wird. Und das, denke ich, ist wichtig, dass man das als Tierhalter weiß. Und du hast ja in deiner Plattform, welche Berufsgruppen hast du alle drin, die du mitvermittelst und wo du sagst, hier kannst du dich informieren, das sind gute Leute, mit denen kannst du reden? Also aktuell ist der Punkt, wir möchten jeder, der irgendetwas für Hunde anbietet, auf dieser Plattform aufgelistet haben. Und zwar für Schweiz, Deutschland und Österreich. Jetzt mal fürs Erste. Mhm. Aktuell sind es etwas über 10.000 Adressen mit Hundeschulen und so weiter, aber das ist nur Firma und Kontaktdaten. Mhm. Das Ziel ist, dass dieses Portal eine Community wird, wo man Fachwissen und Kompetenzen aus deiner Region findet rund um den Hund. Mein größter Wunsch wäre, dass Leute halt auch reinschreiben, was haben sie für Erfahrungen gemacht vor Ort. Das Schwierige ist halt einfach, dass der Mensch nicht gerne Feedback gibt. Also wenn er was zu reklamieren hat, dann sofort. Aber wenn er einfach positiv, die machen das und das besonders gut, finde ich cool, kann ich weiterempfehlen, das wäre fantastisch. Aber es geht nur darum, jeder hat auch andere Bedürfnisse. Und das, was für mich jetzt besonders wichtig ist, muss für dich ja nicht wichtig sein. Aber du müsstest, gut wäre, wenn du mal zumindest weißt, wer in deiner Region bietet überhaupt irgendein Thema an. Jede Hundeschule, gehen wir mal davon aus, dass jeder Hundetrainer top ausgebildet ist, das Tier lesen kann, auf den Mensch eingehen kann, nur das Beste hat. Trotzdem hat jeder Trainer ganz eine andere Art zu kommunizieren.
Den einen Menschen erreichst du mit diesen Worten und der verändert sich so zum Guten und die Tier-Mensch-Beziehung ist genial. Den nächsten Menschen erreichst du nicht und es geht wirklich den Bach runter, weil deine Worte, der Sender kommt nicht beim Empfänger an und umgekehrt. Also musst du in eine weitere Hundeschule gehen. Aber wenn du nicht weißt, wen gibt es überhaupt in deiner Region, kannst du gar nicht auf der Suche sein nach einer Verbesserung vom Futter, von Trainern, von Shops, Beratern. Da gibt es ja inzwischen so viel. Also zuerst mal, schau regional. Das ist sowieso immer besser. Dann ist die Chance auch größer, dass du die Dienstleistungen nutzt und dich verbesserst. Oder Communities, wo sich Menschen treffen können. Oder halt auch Dinge wie Giftköder und so weiter, wo halt, es gibt so viele Plattformen, wo das schon veröffentlicht wird, aber es ist bei jeder Plattform immer nur eine Sparte, die du kriegst. Es gibt Hundehotels, es gibt Reisen für Hunde, Camping für Hunde, Hundefutter. Aber das sind alles einzelne Portale und wir möchten die halt zusammenkriegen. Und das Eintragen ist bei uns gratis, der Basiseintrag auch. Wir möchten das Portal so erweitern, dass wir mit der Zeit auch zu diesen Dienstleistungen hin können. Fotostories als Beispiel machen. Unsere Erfahrungen so neutral wie möglich mit den einzelnen Firmen auch dokumentieren und hinterlegen mit der Zeit, damit einfach die Menschen mehr Transparenz bekommen. Transparenz entsteht durch Wissen, durch Vergleichsmöglichkeiten und das möchten wir anbieten. Dann wirklich, ich muss schnell das Fenster schließen. Ja, ein wirklich profundes Schweizer Modell. Und du hast etwas sehr Interessantes gesagt, jetzt für diejenigen, die Interesse haben, sich eintragen zu lassen. Der Basiseintrag ist gratis. Wünschst du dir irgendetwas Spezielles von den Leuten, die sich bei dir eintragen auf der Plattform? Feedback, weil unser Lebensprinzip ist, wir wollen uns entwickeln, wir wollen besser werden, wir wollen vernetzen, wir wollen helfen. Das ganze Portal machen wir ja in unserer Freizeit, das wird von niemandem finanziert. Das ist sozusagen mein Tierschutzprojekt, wo wir hoffen, den Tieren helfen zu können durch Wissen, was wir den Menschen übergeben. Und wir können nur so gut sein, jeder von uns lebt in seiner Gedankenwelt. Und man ist schnell mal überzeugt davon, ich bin richtig und ich weiß es jetzt. Aber wenn dir niemand sagt, das könntest du verbessern oder hey, schau mal, das gibt es noch oder verknüpfe dich mit den Leuten oder hey, ich habe spezielles Wissen zu Dackeln. Was sind die Lebensbedürfnisse eines Dackels? Übrigens ein hochspannendes Tier. Da gibt es so geniale Trainingsmöglichkeiten, wo Hund und Mensch richtig Spaß damit haben. Ich schreibe dir mal einen Blogartikel. Das wäre fantastisch. Also Leute, die mitmachen, die auch informieren wollen, Transparenz schaffen wollen, die Wissen weitergeben möchten. Und hier wollen wir niemanden verurteilen und sagen, du machst es falsch oder du machst es falsch. Sondern such dir das, was das beste Mensch-Tier-Verhältnis schafft und du siehst dann sehr schnell, machst du es richtig? Ist das Tier glücklich? Ist die Bindung stärker? Es geht nicht darum, dass jetzt ein Hund darf er aufs Sofa oder nicht, muss er sitzen oder nicht, darf er jetzt irgendein Fleischstück essen oder nicht, sondern genieße das Leben, sei glücklich, genieße das Glück, was dir dein Tier bringt und versuche mitzumachen, darüber zu kommunizieren, zu informieren. Und wenn du als Beispiel auch Leute in deiner Umgebung kennst, Dienstleister kennst, die einen Top-Job machen, mach sie darauf aufmerksam, auf dem Portal werden die Einträge immer gratis werden, es wird immer größer werden und wir wollen so verbinden und koppeln. Hilf uns mit Wissen, mit Likes, mit Shares. Ich hoffe, ich habe es gut zusammengekriegt. Ja, auf jeden Fall, da werde ich dich gleich auch mal an eine Schweizer Kollegin empfehlen, die eine rein klassisch-homöopathische Praxis hat für Kleintiere. Ja. Und natürlich auch spezialisiert ist auf Hunde.
Sehr gerne. Die ist sicherlich eine wirklich gute Spezialistin für eure Plattform und schreibt auch Artikel, sodass sie sich nicht nur auf die Plattform setzt, sondern auch was einbringt. Das wäre fantastisch. Und das ist ja das auch, was du suchst, ja? Ja. Dass da Spezialisten sind, die auf der einen Seite sagen, danke, dass du mich auf die Plattform nimmst. Danke, dass ich als Hundephysiotherapeut oder wie auch immer als Hundetrainer bei dir auftauchen darf. Und aber dann gleichzeitig auch ein bisschen was von ihrem Wissen gratis weitergeben, damit die Klienten, die Interesse haben, sich informieren können. Und natürlich hat es auch einen Werbeeffekt, wenn man da auftaucht mit einem kleinen Wissensspektrum, weil die Klienten gleich sehen, aha, das ist der Mensch, der macht Physiotherapie mit dem Tier so. Hast du in deinen Blogs auf der Plattform auch die Möglichkeit, Videos einzubinden? Ja, sie müssen halt auf YouTube oder Vimeo hochgeladen sein oder sonst irgendeinen Kanal. Und ja. Die kann man darüber dann auf jeden Fall direkt einbinden. Alle Informationen oder Blogbeiträge kann man mir im Moment noch per Mail zusenden und wir pflegen sie dann bei der Webseite ein. Zu einem späteren Zeitpunkt wird man dann ein eigenes Login haben und so Beiträge veröffentlichen können. Die prüfen wir natürlich noch, weil ein Werbeeffekt soll auf jeden Fall vorhanden sein, aber in erster Linie auch informieren. Also sprich, wenn man jetzt, keine Ahnung, ein Futterhersteller ist, dass man nicht nur große Werbekampagnen macht, sondern es soll immer für die Leserin Mehrwert entstehen. Mhm. Aus welchem Grund soll man jetzt kein Getreide im Futter haben oder soll der Fisch besonders getrocknet worden sein oder wie auch immer. Und wir verurteilen nicht. Also sprich, es gibt ja viele, die sagen, Homöopathie, das ist Humbug, funktioniert gar nicht oder Tierkommunikation überhaupt nicht. Nein, weil bei jedem hilft etwas anderes. Und wenn es am Ende nur ist, dass der Mensch sein Verhalten ändert, damit Tier- und Menschbeziehung besser wird, dann war der Weg richtig. Und sei es Löwenzahn, Blumen, Schnuppern, egal welchen Weg. Völlig wurscht, ja. Hauptsache es schafft Vertrauen zwischen Mensch und Tier. Ich poste jetzt mal gerade den Link zu deiner Plattform im Chat. Du hast gerade sehr schönes Feedback als Tierschützer bekommen mit 3 Herzchen. Dankeschön. Ja, jemand in den Chat geschrieben, dass er die Idee sehr, sehr gut findet. Jetzt habe ich den Link zur Plattform gepostet. Wenn ich jetzt Tierhalter bin, der sich informieren möchte, gehe ich da einfach auf deine Plattform im Internet und da finde ich dann alles und kann rumgucken? Ja, die Volltextsuche, wenn dich irgendein spezielles Thema interessiert, die funktioniert sehr, sehr gut. Natürlich die ganzen Querverlinkungen, die fehlen, weil wir haben jetzt erstmal da die ganzen Artikel rüberportiert. Das waren 304 Blogartikel, die wir inzwischen geschrieben haben. Das Ganze wird alles noch kreuz und quer vernetzt. Es fehlt noch sehr, sehr viel. Auch Unterstützer. Wir haben so viele fantastische Leute inzwischen. Wir haben einen wunderschönen Austausch mit dem Schweizer Tierschutz, die uns Informationen geben, mit denen wir uns austauschen können. Was sind neue Themen, die wir reinbringen können? Mit Vierpfoten-Schweiz, mit PETA, mit gewaltfreies Hundetraining. Es gibt so viele Organisationen, wo wir inzwischen einen fantastischen Austausch haben. Die sind halt noch nicht jetzt auf dieser Seite drin. Die waren bis vor kurzem drin. Und da gibt es wirklich so viele geniale Leute. Auch internationale, nationale Tierschutzorganisationen, die einen super Job machen und uns auch unterstützen mit Wissen, sei es jetzt auch mit Kampfhunden und schwierigen Hunden. Was gibt es zu beachten? Was können Halter machen, damit sie die ganzen Pegel runterkriegen? Wie kann man unterstützen? Wie kann man helfen? Viele Menschen denken immer an ganz große Dinge, um zu helfen. Aber du kannst sehr viel mehr in kleinen Dingen machen. Ich würde mal behaupten, in der Schweiz hat es innerhalb deines Wohnradius von 20 Kilometern sicher irgendein Tierheim, wo es begrüßen würde, wenn du einfach mal nachfragst, ob du mit den Hunden spazieren gehst.
Natürlich wirst du erstmal geprüft und so weiter, aber dass sie einfach etwas Hilfe haben. Es muss nicht immer monetär sein. Nein, man kann immer irgendwie helfen. Und wenn man einen halben Tag hingeht und mithilft, füttern oder putzen, es ist immer gefragt, ja? Ja. Ich sehe es ja, wie es hier in meinem Projekt ist. Jeder Volontär, der kommt, ist herzlich willkommen. Und ich freue mich über jeden, der hier sich einbringt in unserem griechischen Projekt. Und das ist bei keinem anderen Tierheim anders. Jeder ist angewiesen auf Unterstützung, auch gerade auf, ja, manchmal auch einfach mit Zuhören oder mit Schreiben. Ja. Weil es geht mir auch hier so, ich habe hier vor 14, 15 Katzen rumrennen. Ich kann sie nicht alle streicheln. Aber sie brauchen trotzdem alle Zuwendung. Und ich bin froh um die Volontäre, die hier sind und die sich mal 3 Stunden hinsetzen und nichts machen, außer Katzen streichen und Katzen kämmen. Die Katzen sind auch froh. Absolut. Es sind so viele kleine Dinge, mit denen du so viel Großes bewegen kannst. Die Menschen denken immer, ja, groß, Geld oder sonst irgendwas. Nee, einfach mal fragen und ein wenig Zeit dafür opfern. Wir reden von 1 Stunde im Monat, damit kannst du schon so viel machen. Man kann sich mit seinem Herzen, mit seinem freien Willen überall irgendwie positiv einbringen. Ja. Hier unsere Dame aus dem Chat hat geschrieben, sie wird mal in Augsburg nachfragen, ob Hilfe gewünscht ist. Fantastisch, danke vielmals. Ja, aber sie kann in ihrer Mietwohnung kein Tier halten, hat sie geschrieben, aber ist ja auch nicht notwendig. Sondern man kann rausgehen, es gibt auch ältere Menschen, die Tiere haben und die froh sind, wenn ihnen jemand mal beim Spazierengehen hilft oder bei Dingen, die sie alleine nicht mehr wirklich schaffen. Darf ich eine kurze Anekdote einbringen? Älteren Leuten. Mein Milo, der ist ja ein totaler Herzenshund. Der ist ja knuddeln und schmusen. Der geht ab wie eine Rakete. Vor einem halben Jahr waren wir bei meiner Schwiegermutter. Sie ist leider inzwischen verstorben. Die letzten Tage waren so, ging sie mit dem Hund immer besuchen. Und alle älteren Leute dort, die waren so begeistert. Aber an diesem Tag war eine ältere Dame dort am Eingang mit ihrem Rollator ganz niedergeschlagen. Es ging ihr wirklich schlecht. Sie wäre gleich abgeholt worden von ihrer Tochter für einen Ausflug, aber sie hatte eigentlich so, das ganze Leben ist scheiße. Dann sah sie den Milo und der schwänzelnd so auf sie zu und sie so, darf ich ihn knuddeln? Und ich so, ja, aber wenn der kommt wie eine Rakete, der springt hoch und schlägt sie ab und alles. Ja, bitte. Okay, ich mal ganz vorsichtig ihn hingelassen und er hat sie dann wirklich ringsum abgeschleckt, die war zerzaust wie noch was und die hat ein Lachen übers ganze Gesicht bis hier nach hinten. Die Tochter kam dann, als die ganze Knuddelei vorbei war, sagt nur so, Mutter, was ist mit dir passiert? Sagt sie, das Schönste seit Jahren, so viel Liebe, es geht mir wieder richtig gut. Also, was ich damit sagen möchte, auch wenn du ein Hundebesitzer bist und du hast einen Hund, wo du weißt, der funktioniert, du kennst den Hund, geh mal fragen in so einem Altersheim und mal vorbei mit den Leuten zu sprechen. Da gibt es nämlich viele, die waren das Leben lang Hundehalter und die wünschen sich wirklich einfach wieder das Schmusen, Knuddeln, so einen Hund halten zu können. Und da kannst du so viel Liebe verbreiten, mit einem Ausflug von 1 Stunde oder halt, ja, es geht ja nicht nur darum, den Tieren zu helfen, es geht darum, auch den Menschen zu helfen. Das Ganze, wo du so viel mit ein klein wenig Zeit machen kannst. Es ist etwas Unterschätztes, diese Mensch-Tier-Beziehung, die, wie soll ich sagen, ich durfte als Kind auch keine Tiere haben. Und vielen Kindern geht es auch so. Und dann, ja, wurde ich erwachsen und das Erste, was ich gemacht habe, ist Tiere haben. Und seitdem habe ich Tiere, immer um mich. Meistens recht viele. Und für mich ist das eine ganz wichtige Geschichte, dass ich Tieren auf Augenhöhe begegne und dass ich sie in ihrer Individualität so sein lasse, wie sie sind.
und dass ich erstmal schaue, wer ist da vor mir? Was ist das für ein Charakter? Wie kann ich mit dem Tier umgehen? Was kann ich von dem Tier erwarten? Kann ich erwarten, dass es sich streicheln lässt oder lasse ich das lieber? Weil das ist eine so stolze Katze, die will das gar nicht. Und jemand anderer, der, ja, wenn ich an meinen Tigris denke, der tut sich schon schwer, wenn er mal nicht im Bett schlafen darf. Du hast jetzt gerade was ganz, ganz Wichtiges gesagt. Natürlich ist es wichtig, dass du dein Tier kennst. Ich habe so viele Menschen, die kommen immer, ach, der ist süß, darf ich ihn streicheln? Und vor allem halt Kinder. Und dann nehme ich mir immer die Zeit und erkläre mal, wie ist das Vorgehen. Aber ich beobachte sehr, sehr stark den Hund. Will er das? Fühlt er sich wohl? Ich zwinge ihn niemals, dass er halt jetzt das machen muss, sondern nur, wenn er sich auch wohlfühlt mit diesem Mensch, dann lasse ich es zu, aber unter Betreuung. Also ganz wichtig, das sind nicht selbst laufende Stoffplüschtierchen, die du einfach mal rumknudeln kannst. Also das ist wirklich eine wichtige Information, die du gesagt hast. Ist sehr, sehr wichtig. Es ist, denke ich, auch bei der Namensgebung vom Tier wichtig, es erstmal kennenzulernen und dann den Namen zu entscheiden, damit der Name den Charakter des Tieres unterstreicht. Also so mache ich es bei meinen Tieren. Ich beobachte sie erst eine Weile. Und deswegen heißt der Leon Leon, weil er ein Einzelgänger ist und ein unwahrscheinlicher Jäger. Weil er als einzige meiner drei Katzen 3 Meter hochspringen kann. Wow. Ja, der springt vom Garten auf die Terrasse. Es ist mir ein Rätsel, wie er das macht. Aber ihm sieht man an, dass er die Brücke geschafft hat. Er weiß, dass eine körperliche Leistung halb mental, halb Körperkraft ist. Also ich denke, wäre ein Mensch, wäre ein Martial Arts Meister wahrscheinlich. Er hat da für sich eine Brücke gefunden. Also für ihn ist es auch kein Thema. Er ist einer meiner besten Schlangenjäger. Ich wohne ja hier in der Situation mit Bergwiepern. Oh. Und ich habe 2, 3 Katzen, die halten mir die Holzstöße und den engeren Bereich rund ums Haus schlangenfrei. Das betrachten sie als ihren Job. Das haben sie so als griechische Katze in ihrer Epigenetik. Cool. Mhm. Und ich denke, so ist es bei Milo auch. Er als Australian Shepherd hat bestimmte Dinge in seiner Epigenetik. Bestimmte Dinge, die er mit sich trägt, aus seinen Ahnenlinien, die er nicht lernen muss, die er einfach ist. Magst du da mal was sagen, was ihn so auszeichnet? Man muss es halt kanalisieren. Also bei ihm ist natürlich grundsätzlich sowieso jeder Hütehund kommt vom Ursprung her. Ja, eigentlich waren das die extremen Jagdhunde, wo man den Jagdtrieb rüber kanalisierte aufs Hüten. Und wenn ein Hütehund aber nichts zum Hüten hat, keine Aufgabe hat, dann kommt schnell ein übertriebener Jagdinstinkt. Mit Milo ist so, er braucht die erste Übung, die mit ihm war, er war völlig überdrehtes Welpen. Das erste halbe Jahr haben wir nur Schlafen zusammen geübt. Also am Boden liegen, schlafen. Inzwischen kann er das schon recht gut, er findet dann Ruhe. Er hat immer was, wo er rumnuschelt, aber er hat seine Ruhe. Und wir machen sehr viele Dinge mit ihm. Also wir machen Zughundesport, haben wir eine Ausbildung gemacht. Suchsport, also da kann ich irgendeinen Geruch irgendwo verstecken, der findet es. Wir gehen 2-mal die Woche mindestens in die Hundeschule. Wir machen wirklich jeder Tag, der hat unser ganzes Leben verändert. Ich könnte jetzt nichts sagen, dass es jetzt speziell aus der Epigenetik übertragen wurde auf ihn. Ich weiß einfach, dass er unglaublich abwechslungsreich ist. Und wenn man mit Herz im Moment mit ihm was macht, ist es egal, um was es geht. Agility, Zugsport, egal was, man ist mit ihm im Jetzt und dann blüht er auf. Und dann ist er nur in dieser Aufgabe drin. Mhm. Aber die Vielseitigkeit dieser, ob es die ganze Rasse so ist oder jetzt der Milo im Speziellen, der einfach alles erleben und machen will, das könnte ich jetzt nicht sagen. Vielleicht nach dem 3. Australian Shepherd. hier haben wir einen Kommentar, dass
für Mensch und Tier vieles gleichermaßen gilt und dass es eine Verrohung von Menschen in den letzten Jahrzehnten gibt, aber natürlich nicht nur eine Verrohung von Menschen, sondern auch eine sehr schlechte Behandlung von Menschen. Wenn wir schauen, was wir mit Kindern in der Schule machen, wenn wir die Erziehung zur Gewalt anschauen, die in der menschlichen Gesellschaft passiert, ist es natürlich eine schwierige Geschichte. Und es ist ganz wichtig, dass wir sowas, so eine Toxizität, nicht auch in die Tierhalter-Tier-Beziehung reinbringen. Also keine Erziehung mit Gewalt, keine Erziehung mit Kontrolle, keine Erziehung durch Angst und Strafe, sondern eine Ausbildung auf Augenhöhe mit Verständnis und Liebe. So wie wir sie sich uns auch wünschen würden oder für die Kinder in der Schule. Jemand, der Talente fördert und nicht Schwierigkeiten unterstreicht. Fantastisch zusammengefasst und die Aussage unterstreiche ich sowas von. Unglaublich schwierig, aber zum Umsetzen. Wir unterstützen seit Jahren den Dachverband gegen häusliche Gewalt. Und ich tausche mich auch immer wieder mit den Leuten aus. Und es ist unglaublich, wie schnell Gewalt bei Menschen Einzug hält, weil man denkt sich ja zu schlagen. Nee, verbal, in der Kommunikation, du neigst so schnell dazu. Da muss man natürlich auch evolutionär schauen, der Mensch, woher kommt er? Überlebt hat immer der Egoist. Also du kannst Jahrtausende, Jahrmillionen Evolution, wo nur der Egoist überlebt hat, nicht der das Hühnchen geteilt hat, sondern der die Keule genommen hat, dem anderen über den Ring gezogen und das Hühnchen genommen hat. Wir hatten so viele Kriege, Leid, wenn man in der History zurückschaut. Und was kann man sagen? Wir haben eigentlich seit 70 Jahren Wohlstand hier bei uns, wo die Menschen... Wir reden nur jetzt hier, Dach, Deutschland, Österreich, Schweiz, weil uns geht es ja wirklich richtig gut. Krieg, tragisch, unglaublich. Wir haben aktuell politisch Corona, ganz viele Themen, die sind eine Katastrophe. Lassen wir das mal außen vor, sondern schauen wir einfach an. Jeder kann ein Dach über dem Kopf haben, Essen kaufen, einen Fernseher haben, sich Haustiere leisten. Das war bis vor kurzem nicht so, bis 15 oder so war der letzte Kindermarkt, wo halt die Menschen, wo du kein Geld hattest, die Kinder zu ernähren, hast du die auf dem Markt halt auf Bauernhöfe abgegeben und so weiter, damit die Kinder überleben konnten. Also das ist alles nicht lange her. Nein, Roger, Leibeigenschaft ist knappe 300 Jahre her. Ich würde sagen weniger. Also Leibeigenschaften gab es noch ein bisschen mit vor kürzerer Zeit. Ja, in manchen Regionen nicht mehr, da ist es 300 Jahre, aber du hast recht, es geht bis auf 200 Jahre runter, dass wir tatsächlich sowas wie Sklavenhaltung hatten, dass Menschen als Eigentum bezeichnet wurden. Und was du sagtest mit der Erziehung zur Gewalt, das hängt natürlich viel auch mit der patriarchalen Gesellschaft zusammen. In der matriarchalen Gesellschaft war das anders. Oder dort, wo wir noch Matriarchate haben, ist es. Und wir haben halt keine Möglichkeiten mehr, unsere Energie loszuwerden. Also in der Zeit, wo du halt wirklich schauen musstest, meine Mutter hatte 10 Geschwister und einmal die Woche gab es ein Servla für den Vater, weil mehr Fleisch lag nicht drin. Und dann hat jeder so ein kleines Stückchen von diesem Servla abgekriegt, weil mehr gab es halt einfach nicht. Und heute... Und die mussten am Morgen erst noch über Kilometer hinweg die Milch in die Käserei runterfahren. Also wenn du abends zu Hause warst, da warst du einfach müde. Da hast du dir nicht überlegt, wen kann ich jetzt noch missbrauchen, um meine Energie loszuwerden, sondern du warst glücklich, hattest du was zu essen, bist über den Tag gekommen und kannst endlich wieder ins Bett gehen. Und heute haben wir halt, wir bewegen uns kaum mehr, wir sind nicht draußen, wir hocken vor dem TV. Wir haben so Nahrung, die uns so viel Energie gibt, wo wir nicht kanalisieren können. Und ein Verstand, der durch Medien misshandelt wird, wo wir nicht mehr uns Gedanken machen, was wir überhaupt machen, sondern eigentlich nur noch unsere Selbstverliebtheit weiter fördern und
suchen, wo es nur möglich ist, in den sozialen Medien Anerkennung zu kriegen, den Egoismus zu fördern, weil heute definierst du dich nicht mehr durch Leistung, die du erbringst, sondern durch Lob und Anerkennung, Likes und Shares. Und das war alles in so kurzer Zeit. Das ist nicht in unserem Kopf angekommen, im Herzen angekommen. Aber jeden Tag zu versuchen, besser zu werden, also ganz ehrlich, ich habe so viele Dinge schon falsch gemacht, auch mit Milo, wo ich jeden Tag versuche, besser zu werden. Aber wenn er so einen Pubertätsschub wieder hat, wo das Einzige, wo ich das Gefühl habe, er sagt, welche Kralle willst du? Ich mach mal, was ich will, wo ich dann halt auch mal sage, und jetzt Fuß. Wo ich sagen muss, nee, es ist nicht nötig, aber trotzdem, es kommt automatisch aus einem raus und man kann das beobachten und jeden Tag einfach versuchen, besser zu werden. Und das oberste Ziel wäre das, was du davor gerade gesagt hast, mit deinen Mitmenschen, mit deinen Tieren, mit der ganzen Umwelt, einfach achtsam umzugehen, Respekt davor zu haben, dankbar zu sein, in Liebe zu handeln. Apropos, ich habe hier hinten so Liebe, habe ich überall im Haus verteilt, so kleine Marker. Die sind für mich selbst, um immer wieder daran erinnert zu werden, wie viel mehr in Liebe geht für alles. Zu schnell durch einmal Nachrichten schauen, kommst du raus, nee. Und vergisst halt, wie schön das Leben in Liebe ist. Definitiv. Wir können mit Angst und Kontrolle arbeiten oder mit Liebe und Vertrauen. Und Liebe und Vertrauen braucht auch eine gewisse eigene innere Arbeit. Denn wenn ich als Tierhalter permanent verängstigt bin, permanent in Sorge bin wegen dem oder dem oder dem oder dem, dann übertrage ich auch diese Negativität auf mein Tier. Und auf Bayerisch würde man dann sagen, macht das Tier spinnert. Ja, geht ja auch bei Menschen und Kindern übrigens. Ja, das sind die toxischen Beziehungen und vieles davon macht krank. Also einer meiner Kurse lautet auch unverdaute Gefühle. Und ich kenne sehr viele Tierhalter, die in ihren Gefühlen unverdaut sind oder die Wut runterdrücken, Wut runterfressen. Und Tiere hat man dann dazu, die komische Art und Weise Magenschmerzen haben oder einen Reizdarm. Wo wir merken, diese unverdauten Gefühle schieben sich in die Tierhaltung mit hinein und das Tier wird reizbar und krank und eigentlich und in Wirklichkeit dürfte der Tierhalter sich um seine Emotionalität kümmern. Das ist eine große Geschichte, die ich immer wieder sehe. Und wie viel Dinge einfach kaputt gemacht werden durch Dauerangst. Und leider wird ja politisch momentan Dauerangst geschürt. Ja. Roger, jetzt sag uns nochmal, was mache ich, wenn ich Physiotherapeut bin in der Schweiz und ich möchte auf deiner Plattform sein? Gute Frage. Jetzt muss ich inzwischen den zweiten Computer starten und schauen, ob der er hat doch noch etwas Lust zu arbeiten. Rechts oben kann man sich registrieren. Dann magst du den Bildschirm teilen, Roger, dann gebe ich dir das frei. Ich habe das Ganze jetzt auf einem anderen Computer gehabt. Ach so, also wenn ja, man dann auf, ist egal. Man also geht es auf ist deine sehr Rundum-Doc. Und es hat ja wenige Buttons dort. Und rechts oben hat so einen braunen Knopf, der heißt Registrieren. Wir sind etwas Sicherheitsfanatiker, weil Cybersecurity und so weiter ist so etwas unser Thema. Da kommt zuerst eine Frage, wo du die Zeichen innerhalb des Kreises oder des Quadrates übertragen musst und danach kommst du zu den Feldern zum Ausfüllen. Einfach Schritt für Schritt durchgehen, dann wird ein Konto für dich eröffnet. Du kriegst innerhalb von 10 Sekunden eine E-Mail daraus. Also eigentlich sollte es in 2 Sekunden bei einem ankommen. Auf jeden Fall bitte im Spam-Ordner auch schauen, den Bestätigungslink öffnen
und dann kann man die Daten der Firma eintragen. Sollte irgendwas klemmen, nicht funktionieren oder sonst irgendwas sein darin, uns schreiben. Oder mir direkt schreiben auf roger@rundum.doc. Wir haben es alles durchgetestet, das funktioniert, aber falls trotzdem was wäre, kann man mir direkt schreiben. Und da kann man den Eintrag dann gleich Firmenname, Beschreibung, Fotos, Logo, sind alles vordefinierte Felder, die man ausfüllen kann. Also in Wirklichkeit sehr einfach. Ich hoffe, wir haben es so einfach wie nur möglich gemacht. Es ist nur die Sicherheitsfrage am Anfang, weil diese verflixten Bots, die haben inzwischen Captcha und alles können die hacken und tragen sich ein. Aber die Variante, die wir selbst programmiert haben, die ist sicher, weil wir wollen keine Zeit verschwenden, um irgendwelche Spams zu bereinigen, sondern dass es so funktioniert. Und wie mache ich das, wenn ich dann mich auch zeigen möchte und einen Blogartikel schreiben, damit ich die Plattform nicht nur nutze, sondern eben auch was gebe? Direkt mit mir in Kontakt zu treten jetzt mal. Ich sehe jetzt gerade, dass auf der neuen Seite sind meine Kontaktdaten nirgends ganz genau hinterlegt. Auf Impressum, dort hat man info@datalove.ch, das sind ja auch wir, also daraus finanziere ich das Ganze. Die Mailadresse geht auch an mich, also kann man auch reinschreiben. Aber spätestens bis morgen Mittag werden sicherlich noch überall meine Kontaktdaten hinterlegt sein. Ich hab deine E-Mail-Adresse jetzt auch im Chat gepostet. Perfekt. Darf man einfach verwenden. Roger, deine Schlussworte zu unserem Interview. Ich bedanke mich bei jedem Menschen, der jeden Tag versucht, ein klein wenig besser zu werden, sich zu entwickeln, zu wachsen und ein Herz für Mensch, Tier und Natur hat. Ich hoffe auf viele Gleichgesinnte, die sich auch mit engagieren wollen, sei es jetzt bei uns oder egal wo, einfach die versuchen wollen, nicht zu jammern, sondern jeden Tag ein klein wenig die Welt zu verbessern. Und schön wart ihr dabei. Danke dir. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg für deine Plattform. Ich wünsche dir, dass sich viele, viele, viele Leute aus der Schweiz, aus Österreich, aus Deutschland jetzt auf die Plattform registrieren und dass du viele, viele Mitstreiter bekommst, die für Hunde und für Tiere ein besseres Leben schaffen. Danke vielmals, danke. Danke für dein Engagement fürs Tier. Danke gleichfalls. Danke für die Möglichkeit, hier bei dir gewesen zu sein. Dann bedanke ich mich auch bei unseren Zuhörern und wünsche noch einen schönen Sonntag.